Ihr habt uns ganz viele Fragen gestellt. Und die beantworten wir heute. Und wer kocht heute? Was soll ich denn essen? Felix ist schon halb verdaut. Millie fragt, warum seid ihr umgezogen? PS, ihr seid die Besten. Yay! Danke. Ganz einfach, der Mietvertrag ist ausgelaufen. Anima Mea fragt, was war das Skurrilste, was ihr je gegessen habt? Ich war vor kurzem in Südafrika und habe Seaweed Picking gemacht. Das heißt, ich habe hunderte verschiedene Sorten Algen aus dem Wasser gefischt und daraus Salat gemacht, Hummus, Gemüse. Das war ziemlich skurril und ziemlich cool. Boah, das ist echt ziemlich cool. Gewonnen! Also, in Japan ist es manchmal mit der Kommunikation ein bisschen schwierig, wenn man nicht flüssig Japanisch spricht. Und wir hatten einmal so 5 Spieße und im Nachhinein hat sich herausgestellt, es waren 5 verschiedene Innereien und ich weiß bis heute nicht von welchem Tier. Lecker. Yugitaku fragt, habt ihr euch eigentlich jetzt mit Edgar angefreundet? Na klar, oder nicht? Klar. Feli? Also da sind wir geteilter Meinung. Wir waren schon immer Freunde. Ja. Du bist ja schließlich mein Experiment. Genau. Feli, danke, dass ich dein Zimmer benutzen darf. Habt ihr euch eigentlich mit Edgar angefreundet? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Geh. Alola Sandani fragt, hatte jemand von euch Haustiere, wenn ja, welche? Hatte? Boah, das sprengt hier das Video. Friedhof der Kuscheltiere. Also ich hatte ein Kaninchen und das hieß Rambo. Meine Mutter hat gesagt, sie will unbedingt, dass es Rambo heißt. Es war ganz klein, hat eine weiße Nase und ganz flauschig. Und sie hat gesagt, es muss trotzdem Rambo heißen. Und selbst wenn ich es jetzt Mucki nenne oder so, wird sie immer Rambo zu ihm sagen. Deswegen habe ich dann auch Rambo zu ihm gesagt. Ich hatte einen, wenn sie dich, der hieß Sputnik. Einen kleinen Hamster, aber wie alle Hamster hat er nicht sehr lange gelebt. Und meine Mama hat einen Hund. Und wenn in der Familie eine Person einen Hund hat, haben ja eigentlich alle immer einen Hund. Das ist richtig. Und sie hat einen Floh. Alina L. fragt, dreht ihr täglich oder habt ihr bestimmte Tage? Ist da noch genug Zeit für den eigentlichen Beruf oder macht ihr nur Yamtamtam? Wir drehen immer dienstags, normalerweise, wenn nichts dazwischen kommt oder wir nicht irgendwas extra drehen müssen, weil alle an Weihnachten natürlich keine Lust haben zu drehen. Deswegen könnt ihr auch immer bei Instagram dienstags unsere Insta-Story gucken. Also bleiben auch noch 6 weitere Tage für unseren eigentlichen Beruf. Aber ich koche ja hier und ich koche auch im richtigen Leben. Also ist eigentlich kein Unterschied. Und ansonsten habe ich ja noch meinen Laden, Mademoiselle Possum heißt der in Berlin, und meinen eigenen YouTube-Kanal Breeding Unicorns. Genau, und ich habe auch noch meinen YouTube-Kanal Felicitas Teen und dann koche ich noch ein bisschen im Fernsehen und mache Veranstaltungen und habe einen Foodtruck und ja, backe Brot, jeden Tag ständig, aber das hat nichts mit meinem Beruf zu tun. Melinda fragt, habt ihr auch mal Fehlschläge, wenn ihr das Essen dort zubereitet? Bei euch sieht es nämlich immer so perfekt aus. Nein, nie, alles ist immer toll. Was? Super fluffy und lecker. Warum lachst du denn? Es ist super fluffy und außen so der Zimtenzucker ist wie so eine Karamell-Crunchy-Schicht. Lecker. Johannes, ich hab auf dich gezählt! Ich schmeiß gleich mit dem Monkey Bread auf euch. Ja. Aber wir können ja schneiden. Obwohl tatsächlich erschreckend wenig passiert, finde ich. Das stimmt. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Rezepte vorher getestet, ausprobiert und entworfen von Felicitas Teen sind. Und AppCat Penlover fragt, schon mal Insekten gegessen? Aus Versehen im Schlaf, ganz viele. Ich habe tatsächlich schon ziemlich viele Insekten gegessen. Ich musste mal für eine Zeitung einen Insekten-Esstest machen. Dicke Maden, harte Käfer, Heuschrecken, Grashüpfer. Und ich kann sagen, dass Grashüpfer besser schmecken als Heuschrecken, weil die in Wirklichkeit nämlich Gras essen und keine anderen Tiere. Und deswegen schmecken sie nicht so muffig. Ah. Wir haben übrigens auf unserem Kanal auch ein Insekten-Ess-Video. Da könnt ihr jetzt hier hinklicken. Luca Paul fragt, bleibt Melissa jetzt Edgar oder hat sie sich wieder zurückverwandelt? Passiert ja gar nichts. Oder? Oder? Na, hat doch gut geklappt. Ich fühle mich schon sehr wie ein Basilikum. Wäre so cool, wenn es eine ganze Reihe mit Melissa als Edgar gäbe. Edgolissa kocht, da da da. Na, das würde dir so passen. Das ist mein Körper. Eine Frechheit, dass du ihn besetzt hattest. Na und? War doch witzig. Na. Jetzt hast du auch deine feminine Seite entdeckt dadurch. Ja, das stimmt. Ich habe mir schon einige Kleider gekauft. Aber du musst mir noch welche entwerfen. Die sind mir alle zu eng. Kein Problem.
Also mir ist Melissa als flauschiges, rosafarbenes Kuscheltier lieber. Tizian K. fragt, was ist euer kulinarisches Lieblingsland? Na, Vietnam natürlich. Nirgendwo schmeckt es so frisch, sauer, scharf, salzig, knusprig, cremig und lecker wie in Vietnam. Ich war schon lange nicht mehr da, bestimmt schon ein Jahr oder so. Oh Gott, ich muss dringend. Mensch. ja, schwierig, sich da festzulegen. Ich mag tatsächlich japanisches Essen super gerne, weil das Streetfood einfach so geil ist. Aber Deutsch ist auch geil, weil man immer so viel Fleisch bekommt. Chinesisch, Südchinesisch esse ich super gerne. Es ist sehr schwierig, sich zu entscheiden. Hä, und Candyland? Angie V. schreibt, ist die Stelle für den Schokoladenhacker noch frei? Ja, ich hätte zu Hause auch einen zu vergeben. Ja, auf jeden Fall. Mein rechter Arm sagt ja. Astrobaum fragt, fühlt sich Edgar manchmal einsam? Oh. Hey Kleiner, was sagst du dazu? Nein, der braucht auch mal seine Ruhe. Er ist auch eher introvertiert. Er ist dann eher froh, wenn wir mal nicht da sind. Ja, und für das Extrovertierte gibt's ja mich, ne? Und da sind wir froh, wenn er mal nicht da ist. Ja, das glaube ich nicht. Ihr habt mich alle besonders gern, ich weiß es. Zum Fressen. Ja. Miriam Armes fragt, könnt ihr mehr Rezepte zu dritt machen? Das finde ich am besten. Herz. Oh. Schön Herz. Ja, machen wir ja eigentlich schon viel mehr als früher. Und ich finde sowieso, dass gemeinsam kochen am allerschönsten ist. Am besten mit 10 Leuten in der großen Küche und dann alle gemeinsam essen. Den ganzen Tag und die ganze Nacht. Ja. Lea Wadel schreibt, ich bekomme irgendwie nie etwas in der Küche hin. Ich kann nicht kochen und schon gar nicht backen. Das Einzige, was ich kann, ist Spiegelei, beziehungsweise, wenn ich es dann auf den Teller lege, Eierspeise. Habt ihr Tipps, damit ich am Ende nicht noch die Küche abfackel? PS, liebe eure Videos. Also wenn du Eier kochen kannst, wir haben ganz am Anfang, ich erinnere mich noch, ein How-to-Eier-Video gemacht. Da gibt es 5 verschiedene Eierrezepte. Dann hast du schon mal 5 statt nur 1. Das stimmt. Und Übung macht den Meister. Also sich die einfachen Sachen aussuchen und ganz viel Yamtamtam gucken und üben. Melissa hat auch viel gelernt. Das stimmt. Ich konnte ganz, ganz früher nicht mal Eier kochen. Lucy Skywalker fragt, wie lernt man so schnell Gemüse zu hacken wie Feli? In unserer nächsten Disziplin geht es ums Hacken. 3, 2, 1, los. Natürlich. Du hast doch gedopt. Guck doch mal, das ist doch nicht normal. Ist ja gut, es ist schon Mousse. Feli hat gewonnen, es ist okay. Übung? Immer wieder schneiden, jeden Tag morgens, mittags, abends ganz viel Salat essen, in Restaurants Praktika machen, dann dazu verdammt werden, Zwiebeln und Gemüse zu schneiden? Feli hat in Wirklichkeit 4 Arme. Das ist eigentlich die echte Antwort. Okay, jetzt ist raus. Na toll. Isabel Honig fragt, was denkt ihr, wie viel Mal habt ihr im Jahr 2017 Schoki gehackt und wie viel Mal wird es dieses Jahr sein? Also das Jahr hat 52 Wochen. Wir machen die Woche 3 Videos. Das sind dann schon mal 152. 156 Videos und ich würde sagen, ein Viertel ist ungefähr was mit Schokolade. Ja. Vielleicht so 45 Mal? Ja. Könnte schon sein. Manchmal musste man ja auch 2-mal Schokolade hacken, wie zum Beispiel beim Döner. Also von daher, und dieses Jahr wird es wahrscheinlich genauso viel werden. Das ist richtig. Franzi Hahnen fragt, habt ihr Kleidung mit eurem Lieblingsessen drauf? Ja! Ich glaube, ich habe sogar 3 Zitronenkleider. Hallo ihr Lieben, heute machen wir einen meiner Lieblingskuchen. Dann habe ich eins mit Cupcakes, dann habe ich eins mit Bananen, mit Ananas. Ich träume allerdings noch von einem Kleid mit halbem Hähnchen drauf. Melissa, kannst du mir das nähen? Klar! Wir lassen den Stoff einfach drucken und dann geht's ab. Dann möchte ich aber auch, dass es nach halbem Hähnchen riecht. Dafür bist du dann zuständig. Ja, ich habe auch einen Pullover. Da sind Süßigkeiten und Steak drauf. Und dann steht auch noch was Fieses drauf. Herzlich willkommen bei Yamtamtam. Also er ist perfekt, perfekt. Gab es auch mal Situationen, wo ihr dachtet, nie wieder kochen oder backen? No. Dafür essen wir viel zu gerne. Richtig. Simge Altuntepe fragt, könnt ihr mal eine Challenge gegen Flo und Chung machen? Oh, Girls gegen Boys. Warum nicht? Gegen was könnten wir denn antreten? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich bin schon mal bereit. Ach, nicht in Kochen, ne? Nicht aber die haben halt keine Chance. Wir hoffen, euch hat unser Q&A gefallen. Ich fand es diesmal ziemlich witzig. Was mit dir, Edgar? Ja, war total lustig. Aber jetzt könnt ihr auch mal was kochen. Ich hab Hunger. Wir gehen ja schon. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst gerne ein Abo da. Beim nächsten Mal gibt es einen Gegenteiltag. Es wird sehr witzig, kann ich euch sagen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!